Leute, schön ist genau eingeschaltet zum nächsten Video auf meinem Kanal. Und heute reagieren wir mal auf die PS5. Und gleich geht's los. Ladies and Gentlemen, ich präsentiere die PlayStation 5. Okay, okay. Und zwar die Packung, die ab dem 19. November 2020 bei uns in Deutschland im Land... Ihr habt das gehört, Freunde. Am 19. November 2020, es ist jetzt November und 2020 ist auch. Die PS5 kommt in ein paar Tagen raus. Weiter geht's. Laden stehen wird und ab 12. November 2020 in Japan und in Amerika. Der Hype um die neue Konsolengeneration ist ziemlich groß. Also die Vorbestellungen waren super schnell alle weg und der technische... Ja, die waren richtig schnell weg. Ich wollte mir eigentlich auch eine holen, aber ich habe es nicht mehr geschafft, Freund. Ich habe es nicht mehr geschafft. Der Sprung, der gemacht wird durch die neue Konsolengeneration, ist halt ebenfalls ziemlich groß. Ist sowas möglich wie 8K, 4K 120 Hertz oder, ja gut, HDR war vorher schon möglich. Wir haben hier eine PlayStation 5. Die Packung ist relativ groß. Wir haben die Variante, die mit Disc ist. Es wird auch eine Variante ohne Disc geben. Die ist auch günstiger. Die konnte man halt auch schon vorbestellen, aber aktuell halt auch wieder schwierig. Wir in Deutschland dürfen dieses Gerät dank der USK schon mit 6 Jahren benutzen. Mit 6 schon, okay. International leider erst ab 7 Jahren. Sorry dafür, internationale Kinder. Ansonsten verrät uns die Vorderseite nicht allzu viel. Hier sehen wir schon, was in der Packung drin ist. Und auf der Rückseite lesen wir Garmin Souls Moit Tevoren. Das war niederländisch. Oder halt eben Play Like Never Before, womit Sony die neue PlayStation 5 bewirbt. Wir sehen sie von der Vorderseite in Hochkant, hier sehen wir sie auf der Seite, ist beides möglich. Und der neue DualSense Controller, der mit der neuen PlayStation... Oh ja, Freunde, ich freue mich schon richtig auf die die PS5. Hier, guck mal, Freunde. Hier ist auch der Controller. Also ich freue mich halt schon richtig, der PS4 Controller, das hat ja auch so ein Handgefühl. Und ich freue mich schon richtig auf den PS5-Controller. Ich frage mich halt so richtig, wie das sich anfühlt. Die PlayStation 5, Alter. Guckt sie euch an. Heftig. PlayStation 5 dabei ist. Sony schreibt hier überwältigende Geschwindigkeit, atemberaubende Spielerlebnisse und einzigartige Spiele. Die werden uns mit der PlayStation 5 versprochen. Ansonsten gibt es von der Packung, glaube ich, nichts Relevantes mehr anzumerken. Hier sind noch so ein paar Logos, ja, DTS HD, Dolby Audio und all sowas, aber Zeit zum Auspacken. Ich habe mir von meinen Freunden Scherenmann und Scherenjunge eine Schere geliehen. Ja, pass auf, dass es ja nicht runterfällt. Du, 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 du. Dich bewahren wir mal gut auf. Wir haben jetzt eine weiße Box, die wir hier aufmachen können. Sogar mit Anleitung, was man tun muss. Ah, okay. Aufmachen. Cool, cool. Oh. Naja, es fällt raus. Die Anleitung nicht korrekt befolgt, scheinbar. Ah. Vorhin habt ihr schon gesehen. Als erstes haben wir ein HDMI-Kabel. Sieht normal aus, steht nichts Besonderes drauf. Ich hoffe, es ist ein HDMI 2.1-Kabel, denn nur mit HDMI 2.1 ist 4K 120 Hertz möglich. Allerdings, das waren leichte Verwirrungen unter meinem letzten Xbox-Video, ist auch einfach mit einem Fernseher, der HDMI 2.0 unterstützt, viel drin. Beispielsweise 4K 60 Hertz, was sowieso das ist, was bei den meisten Spielen relevant sein wird. Deswegen, alles gut. Ihr müsst euch nicht unbedingt einen Fernseher kaufen mit HDMI 2.1. Nur wenn ihr unbedingt 4K 120 Hertz haben wollt, ist aber, glaube ich, nicht so wichtig. Außerdem haben wir einen Standfuß, der nötig ist, um die PlayStation... Genau, Freunde. Da kommt die PlayStation 5 rauf. Man kann sie auch hinstellen, also hinstellen geht und liegen muss man dann, glaube ich, so draufstellen, kann ich mir vorstellen. PlayStation 5 seitlich hinzustellen. Außerdem haben wir hier ein normales Stromkabel. Die PlayStation 5 braucht genauso wenig wie die PlayStation 4 einen externen Trafo oder irgendwie sowas, sondern das geht einfach so mit so einem Kabel wie bisher auch immer in die Steckdose rein. Dann haben wir ein USB-A auf USB-C. Kabel, Papierkram. Laden wir beginnen. Befestigte Standard. Okay, der Sockel ist sowohl für die vertikale als auch für die horizontale Position der PlayStation 5 relevant und kann in beiden Fällen angebracht werden. Und zu guter Letzt haben wir hier den neuen Controller, den ich jetzt... Da ist der Controller! Ich freue mich jetzt schon richtig drauf, was der dazu sagen wird. Richtig. Jetzt das erste Mal selber in der Hand halte. Auf Anhieb würde ich sagen, der fühlt sich deutlich besser an als der DualShock
4 war es, glaube ich, der Controller der PlayStation 4, liegt meiner Meinung nach auf Anhieb besser in der Hand und hat die angenehmere... Okay, Freunde. Schon besser. Also gucken wir mal. Also ich würde auch mal ein Video zur PlayStation 5 machen, Freunde. Grauere Oberfläche hinten. Aber zu dem Controller kann ich hier in diesem Video sogar noch ein bisschen mehr sagen. Dazu kommen wir später. Das ist ja das eigentlich große, wichtige, relevante. Nämlich die PlayStation 5 Konsole. Ja. Okay. Da ist die, Freunde! Die PlayStation 5! Wow. Das ist ein Brummer. Guckt mal, wie groß der ist. Da kann ich mir schon... Ey, wow. Das ist, glaube ich, die größte Konsole, die ich jemals gesehen habe. Sie kann auch ohne Standfuß gut stehen. Ja, ich habe mir das genauso vorgestellt. Und wenn man sie dann hinlegt, dann braucht man einen Ständer. Gerade auf dem Boden. Wenn man sie hinlegt, tut sie das nicht. Ja. Habe ich mir schon vorgestellt. Das heißt, spätestens da ist der Standfuß definitiv notwendig. Das Weiß ist matter, als ich es anhand der Marketingbilder gedacht hätte, muss ich ganz ehrlich sagen. Und sie ist sehr groß. Sie ist sehr groß. Das war der erste Eindruck. Wir haben hier. Guckt mal, Freunde. Guckt mal zu dem Shirt und dann dahin. Ist recht. Vorne ein USB-A-Anschluss, ein USB-C-Anschluss und Tasten, um die Disk zu ejecten und die Konsole an- und auszuschalten. Wir haben außerdem den Schlitz, um die Disk einzulegen oder rauszuholen. In dieser speziellen Variante. Es gibt noch die digitale Variante, wo der Teil fehlt. Auf der Rückseite haben wir nochmal zwei USB-A-Eingänge. Wir haben einen LAN-Anschluss, wir haben einen HDMI-Anschluss und den Stromanschluss. Mir fällt auf, die Konsole ist von außen ziemlich rau. Was ich ganz gut finde. Sie ist von innen aber sogar noch rauer und hat hier winzige kleine PlayStation-Symbole. Vierecke, drei. Guck mal von außen. Pum, pum. Das sieht so krass aus. Guck, ganz klein, Freunde. Ganz klein. Kreise, Xe. Das ist ziemlich cool und ich finde vom Design her wirkt sie so ein bisschen wie so ein Tower aus Dubai. So kann ich mir sie ungefähr vorstellen, wie sie so ragt über alle anderen Hochhäuser. Das größte Hochhaus in unserem Wohnzimmer. So viel zum klassischen Unboxing. Mal gucken, was wir noch herausfinden können. Zuerst der Gewichtstest. Die PlayStation 4 wiegt mit all... Okay, Freunde. Das werden wir selbst dann noch herausfinden. Wie viel sie wiegt, das werden wir dann noch selbst herausfinden. Aber Freunde, jetzt geht's weiter, wie es aussieht, wie wenn man bei der PlayStation 5 spielt. Herzlich willkommen zu unserem ersten reinen Gameplay-Video von der PlayStation 5. Ich habe hier gerade den neuen DualSense-Controller in der Hand. Und es ist nicht nur ein Unboxing erlaubt, was schon online ist, sondern wir können euch auch schon ein bestimmtes Level von Astros Playroom zeigen. Dem ersten Next-Gen-Titel, den ich hier spiele. Und der so ein bisschen, ich sag jetzt mal, zeigen soll, was der DualSense-Controller alles anders macht. Man spürt schon gerade das neue haptische Feedback, dadurch, dass wir auf so einem... Guck mal, wie er die Vita spielt. Dadurch, dass wir auf so einem... Ventilator stehen, vibriert der hier leicht, mal rechts, mal links mehr. Und das Spiel wird in 4K 160, ach Quatsch, 4K 60 die ganze Zeit gerendert, ohne dass das irgendwo mal darunter dippt. Ist jetzt allerdings, natürlich muss man auch dazu sagen, nicht das absolut aufwendigste Spiel aller Zeiten, aber zeigt halt schon mal so ein bisschen, was möglich ist. Ja, im Endeffekt ist es so eine Art Jump'n'Run, wo man halt rumlaufen kann. Man kann den Gegnern auf die Fresse geben, man kann Münzen einsammeln und man kann halt so viele schöne Verstecke finden.
Man kann die Leute auch weglasern, indem man hochspringt. Und es gibt überall so kleine Easter Eggs zu finden, wie hier beispielsweise, man könnte sagen, God of War. Ich habe auch schon viele eurer Fragen gelesen. Von unter dem Unboxing-Video, zu denen kann ich dann zu einem späteren Zeitpunkt mehr sagen. Jetzt aber vor allen Dingen über dieses Spiel in dem Level und halt vor allen Dingen den DualSense-Controller. Wenn du hier gerade jetzt, das hat man jedes Mal, wenn du eine Münze einsimmelst, gibt ja so ein leichtes Feedback dadurch, so eine leichte Vibration. Und der Lautsprecher wird ja auch sehr stark benutzt, also auch jeder Tap. Tap, 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 tap. Leichte Vibration, die so der alte PlayStation 4 Controller nicht hinbekommen hätte. Man kann ja also so ein bisschen das Level erkunden, so ein bisschen durchgehen, mit allem versuchen, so ein bisschen zu interagieren, auch wenn du hier rüber läufst. Ganz leicht stärkere Vibration. Also ich habe das Gefühl, dass die da jetzt auch, wenn das Ding aufgeht, also die unterschiedlichen Motoren hier drin, das ist leider sehr, sehr schwierig zu beschreiben, reagieren auf alles, was auf dem Bildschirm passiert und versuchen dir so noch ein Level zusätzlich zu geben, wie du das Spiel erlebst. Ist also ganz interessant, meiner Meinung nach. Und hier gibt es überall so Puzzleteile zu finden. Da okay. Ist so eins. Also, wie kommt man da hoch? Cool! Ist die Frage. Cool! Das sind auch PlayStation-Zeichen, Freunde. Oh. Oh. Auch hier jetzt natürlich, während man springt. Und da haben wir das Puzzleteil. Also, das ist schon ein schönes Spiel, aber ich weiß nicht, wenn du das jetzt jemandem zeigen würdest, ob das erste, woran die Person denkt, euer Next Gen. Ich meine, kann natürlich sein. Ne? Wir sind mittlerweile so abgehärtet, was Grafik angeht. Aber hier, ich finde es schön, wie halt der Sand so hochgeht. Ich finde, dieses Spiel ist halt mehr so eine Art Tech-Demo. Wobei es halt schon ein vollwertiges Jump'n'Run ist, das kann man schon sagen. Hier habe ich schon was gefunden. Das ist nicht das erste Mal, dass ich das Level spiele. Oh. Oh. Aber okay, Freunde, ich würde schon sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch sehr gut gefallen. Liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Tschüssi.